Dann erstmal herzlich willkommen, 18.18 Uhr im Rob TV. Heute zu Gast in Sonvida, quasi in Mallorca, beim Paul Misar, wer ihn noch nie kennt, weil ich mir fast nie vorstellen kann übrigens. Also fast jeden, dem ich erzählt habe, dass wir uns treffen, der hat gesagt, habe ich schon mal irgendwo gesehen, entweder in einer Anzeige, irgendwie im Fernsehen, glaube ich. Fernsehen früher, ja. Genau, also immer ein sehr bekanntes Gesicht. Ich freue mich, dass wir heute hier sein können und wir wollen heute einfach mal Paul fragen, was er denn genau hier auf Mallorca macht und was mich fast noch mehr interessiert, was du vorher gemacht hast, weil Mallorca ist ja oft nie so die erste Station als Immobilieninvestor, sondern meistens dann, wenn man irgendwo anders schon mal was richtig gemacht hat. In diesem Sinne, ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß beim Video. Ja, vielen herzlichen Dank. Also, fangen wir an, was habe ich früher gemacht? Genau, das war so, finde ich, immer das Spannendste daran. Wie hat man eigentlich angefangen? Das heißt, hast du vielleicht irgendwo vorher noch eine Ausbildung, also was ganz anders gemacht und wie bist du absolut, zu dem Thema gekommen? Absolut. Ich habe ursprünglich komme aus einfachsten Verhältnissen. Also da war nicht viel mit Immobilien in großem Stil und so, sondern meine Eltern hatten keine eigene Immobilie. Als ich auf die Welt kam, hatten die nicht mal eine Mietwohnung, sondern ich habe dann die ersten Monate als Baby, habe ich mir nachher erzählen lassen, in der Zimmerküche-Kabinett der Großeltern bin ich aufgewachsen. Und dann bin ich also in Wien, hört man glaube ich auch, in Wien geboren, in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen, also Wien-Meidling, für die, die Wien ein bisschen besser kennen, also nicht in der schönsten Gegend von Wien, und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Großhandelskaufmann. Ich bin mit 16 dann von zu Hause ausgezogen, das war auch so eine Geschichte. Meine Eltern haben sich dann so mühsam hochgearbeitet zum Häuschen in Grünen, da habe ich so den Werdegang der Mittelklasse beobachten können, wie schwer, damals war Sparen noch möglich, wie schwer sich die das erspart hatten sozusagen mit Entbehrungen. Und dann kam aber noch ein Nachzügler, mein Bruder, der ist 16 Jahre jünger, und dann habe ich gesagt, okay, dann räume ich das Feld. Ich wollte sowieso weg von zu Hause und irgendwie also direkter Wechsel eigentlich. Abenteuerlustig, genau. Und habe dann, weil ich ja Geld verdienen musste, Ausbildung zum Großhandelskaufmann zuerst gemacht. Habe dann in einem Großkonzern begonnen, habe ich da so klassischer Karriereweg hochgearbeitet und war dann Mitte 20 Vertriebsleiter. Und das war dann auch ungefähr die Zeit, wo ich das erste Mal über Immobilien nachgedacht habe. Allerdings der komplett falsche Ansatz. Also zuerst, ich habe extrem gut damals für mein Alter verdient. Und der erste Ansatz war Eigenheim. Ja? Also Klassiker auch. Klassiker, ja, genau. Und dann habe ich aber relativ bald erkannt, dass ich nicht so der Mensch für einen Großkonzern bin. Also ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Das waren aber zu lange Entscheidungswege. Und ich wollte selbstständig werden. Ist es dir, muss ich schon mal an der Stelle fragen, ja, weil das fiel immer... Wir hatten die Diskussion jetzt lange, wie schön das ist, Unternehmer zu sein. Ja. Und da habe ich auch gesagt, es gibt aber auch viele, die es vielleicht unbedingt wollen, aber gar nicht dafür geeignet sind, die vielleicht glücklicher an einem guten Angestelltenweg wären. Ich glaube, man muss das für sich rausfinden und dir ist es vielleicht auch schwer gefallen. Ich habe als Angestellter eine extrem gute Position gehabt. Also ich war jüngster Vertriebsleiter in einem Konzern mit damals 167.000 Mitarbeitern. Ich habe Audi gefahren. Also meine Oma hat das überhaupt nicht verstanden, dass ich da den Job dann von mir aus aufgeben will. Hatte Mitarbeiterverantwortung, hatte zuerst eine Mitarbeiterin, also eine Sekretärin und dann zwei Sekretärinnen und ca. 10, 12 Leute, für die ich verantwortlich war. Und ja, aber es kam dann irgendwie so rum, ich weiß noch, ich saß in so einer Abteilungsleiterbesprechung und die waren alle so 20, 30 Jahre älter als ich. Ich war einer der Jüngsten, das war gerade so Generationswechsel. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, diese Gespräche, wenn ich mir die jetzt die nächsten 30 Jahre anhören muss, also so in den Pausen speziell. Der eine hat von einem Urlaub zum nächsten gelebt, beim nächsten war das größte Ziel seines Lebens, dass er irgendwann ein Hole-in-One spielt und dafür dann die ganze, das Clubhaus einladen darf, haben wir gedacht, nee Leute, das... Das also dir hat auch ein bisschen der Drive gefehlt vielleicht einfach? So. Ja, ich war sehr erfolgreich und habe dann einen Erfolg nach dem anderen, aber ich habe dann gesagt, so, ich brauche irgendwas Neues. Und habe mich dann selbstständig gemacht und das lief eigentlich super. Aber auch mit Immobilien schon? Nein, gar nicht, überhaupt nicht mit Immobilien. Ich habe zuerst die Geschäftsidee, die ich hatte indirekt mit Immobilien zu tun, weil ich weiß noch, ich war in London, ich bin übrigens immer durch Auslandsreisen inspiriert worden und ich war in London auf der Chelsea Flower Show. Und das ist die größte Gartenausstellung der Welt. Und ich habe da englische Wintergärten gesehen. Und das hat mich so fasziniert, diese viktorianischen Wintergärten, so richtig. Und damals kam gerade dieser Trend des Wintergartens auf, ein bisschen in Deutschland und Österreich, weil in der Nachkriegszeit ist ja nichts gebaut worden mit Wintergärten. Und das war so gerade Anfang der 90er Jahre.
Und da gab es also die ersten Firmen am Markt. Und ich weiß noch, ich wollte bei meinem Privathaus, ich hatte also ganz frisch ein Haus damals, schon mit jungen Jahren, also so der Klassiker von allem, was man halt falsch machen kann, immobilienmäßig, ne? Binde dich sofort an einem Ort und habe dann einen Wintergarten auch noch haben wollen, weil das Schwimmbad war schon da, also auch viel zu viel da reingesteckt, statt am Anfang mal richtig zu investieren. In die eigene Immobilie. In die eigene. Die hast du dir aber noch gekauft, wo du noch angestellt warst? Das war in der Angestelltenzeit. Genau. Ja, genau. Und dann hast du quasi gemerkt, dein Investment war quasi dein Eigenheim. Genau, und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie, ich würde ganz so einen Wintergarten haben und dann bin ich eben nach England, da zu dieser Chelsea Flower Show. Und dann habe ich aber irgendwie mal gedacht, da könnte man auch ein geiles Geschäft draus machen, als ich dann drauf gekommen bin, dass die keine Vertretung haben, ja, in Österreich, Deutschland und so weiter, oder nur ganz im Norden Deutschlands. Und dann ist eigentlich eine Geschäftsidee daraus entstanden und das war dann meine erste Firma. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ich kündige und ich gehe weg, hat dann ein Geschäftspartner von mir, ich war im Chemiebereich tätig, Wasseraufbereitung, gesagt, pass auf, du kannst doch bei mir noch so ein bisschen Consulting machen, weil der wusste, dass ich ein guter Verkäufer bin und könntest doch so einen Tag in der Woche mich unterstützen. Der war so eine Drei-Mann-Show, Zwei-Mann-Show plus Ehefrau. Da habe ich gesagt, ja, ich mache mich jetzt gerade selbstständig, damit ich ein bisschen mehr Zeit für mein Unternehmen habe, aber gut, in einen Tag in der Woche. Und daraus ist dann ein Geschäftsmodell entstanden, weil es ein guter Freund war. Wir haben das in Griechenland im Urlaub besprochen, weiß ich noch, sind in Sand gesessen. Da habe ich gesagt, ich nehme nicht Geld von dir, aber du musst mich mit irgendwas anderem motivieren, überleg dir was. Ne? Und dann kam er abends dann wieder mit der Flasche Rezina und hat gesagt, pass auf, ich habe mir was überlegt, ich gebe dir 25% von der Firma, wenn du mir den Umsatz verdoppelst binnen eines Jahres. Sag ich, ja, okay. Weil das ist mir nämlich vorher im Angestelltenverhältnis nämlich auch gelungen und dann habe ich das so spontan gesagt, okay, mach mal. Und das hat geklappt und ein Jahr später sagt er zu mir, schaffen wir das jetzt nochmal? Sage ich, sollte möglich sein. Und ich kürze die Geschichte jetzt ab. Also wir haben dann zu zweit da eine Firma aufgebaut über einige Jahre. Also ich hatte das andere Wintergartenunternehmen auch noch, aber da habe ich dann einen Geschäftsführer gesucht. Und mir sind zwei Dinge damals also von Anfang an relativ gut gelungen. Business aufzubauen und groß zu machen. Das habe ich also ganz gut verstanden. Und ich habe eine komplett andere Philosophie verfolgt, wie heute viele predigen, weil viele sagen, ja, steck all dein Geld wieder in deine Firma rein. Und ich habe natürlich wieder reinvestiert bei meiner Firma, aber ich habe immer geschaut, was kann ich sozusagen schon mal investieren, abseits der Firma, weil irgendwie war mir klar, also ich habe keine Vorbilder gehabt in der Familie, ich habe aber viele Biografien gelesen, erfolgreicher Menschen, sehr früh schon. Und ich Tipp an der Stelle übrigens. Weiß noch, selbst als ich die Biografie dann von Arnold Schwarzenegger, das war als Österreicher natürlich auch ein Vorbild, must have, ja. Dann war mir klar, okay, also wenn der als Hollywood-Schauspieler sogar in Immobilien investiert und vorher auch schon als Bodybuilder und so weiter, da muss was dran sein. Und ich habe dann immer mehr reiche Leute irgendwie beobachtet und gemerkt, okay, jeder investiert irgendwie in Immobilien und dann war für mich das, klar. Das ist aber für mich auch ganz, ganz interessant. Ich muss jetzt sagen, im Kern komme ich aus der Finanzberatung. Ja. Damit bin ich gestartet. Und irgendwann habe ich festgestellt, zu jeder guten Finanzstrategie gehört eben nicht nur ein bisschen Investment, Aktie etc., sondern gehört eine Immobilie rein. Mhm. Und je mehr Kunden ich hatte oder Menschen kennengelernt habe, die schon viel Kapital haben, die haben alle Immobilien. Absolut. Es gibt niemanden, der ein, keine Ahnung, 6-7-stelliges Vermögen hat. Also je mehr, je wahrscheinlicher, der keine Immobilien hat. Und jetzt ist ja die Frage, sind die so erfolgreich finanziell, weil sie Immobilien haben? Oder sind die anderen vielleicht nie erfolgreich, weil sie genau das nie machen, sondern vielleicht nur eine Lebensversicherung abgeschlossen haben irgendwo? Ja. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass reiche Menschen, die tun das, und nie, weil sie reich sind, sondern die sind reich, weil sie das tun. Also so kann man es eigentlich sagen. Ich glaube auch, ja. Also ich habe dann am Anfang, war ich schon konzentriert irgendwie auf diesen Firmenaufbau und ganz groß. Und ich weiß noch, wir haben jedes Jahr dann eine Auslandsvertretung gegründet. Also ich habe 92 dann begonnen, 93, 94, dann haben wir in Belgrad ein Büro eröffnet, in Budapest ein Büro eröffnet und halb Osteuropa. Und das ging alles gut, bis zwei Dinge passiert sind. Also so, ich weiß noch ganz genau, als ich 99 knapp vor Weihnachten beim Steuerberater saß und er sagt, also echt toll, habt jetzt einen richtigen Kleinkonzern schon. Und das klang für mich natürlich toll, Kleinkonzern. Nebenbei mit den Immobilien, das lief auch gut. Und dann 2001, da hatte ich dann meinen ganz großen Schreckmoment, weil dann kam eben dieses schwierige Jahr, wo ich Dotcom-Krise, ich habe damals viel Geld mit Aktien verloren, weil ich keine Ahnung eigentlich von Aktien hatte. Ich habe nur das gemacht, was alle gemacht haben. Und falsche Berater und so weiter. Und Klassiker. Dann eben auch noch dieser 11. September. Und ich weiß noch, ich hatte wenige Wochen nach dem 11. September das Bankgespräch, das jährliche. Und
eigentlich jetzt darum gehen sollen, was uns die wieder zusätzlich finanzieren und so weiter. Und ich habe sehr damals auf Fremdkapital, war sehr abhängig von Fremdkapital, weil mein was Geschäftsmodell... Was strategisch erstmal nie falsch ist, aber eben Risiken birgt. Richtig. Und ja. Das Geschäftsmodell war eben, wir waren eine Handelsfirma. Es war damals die Zeit, wo viele Mitarbeiter, viele Büros, also in 7 Ländern, ein Großteil der Büros war also auch angemietet, weil das Wachstum schneller war, als dass ich Immobilien so schnell finanzieren hätte können. Also ich habe zwischendurch immer wieder mal eine Immobilie gekauft, aber auch schon früh mit Gewerbe angefangen. Also 1992 war auch meine erste Gewerbeimmobilie. Naja, und das hat mir aber dann, um es kurz zu machen, in der Krise auch den Arsch gerettet, weil ich musste dann binnen 90 Tagen eine andere Bankverbindung suchen. Und ich glaube, wenn ich nicht so viele Immobilien gehabt hätte, wäre das nie gut gegangen. Ja? Weil du musst ja genau in den Phasen, wo es schwer ist, dann erstmal jemand finden. Richtig. Weil ich sag mal, in der Phase, wo die Bank das Geld, sag ich mal, um sich wirft, was gibt's, dann ist es immer leicht, aber du musst ja in der Krise eigentlich einen Plan B haben. Genau. Dann und meine Bank hatte mitten in der Krise auch noch eine Eigenkrise. Und das war eine kleine Bank, ja, und das hat dann also Wellen geschlagen. Die standen dann sogar auch in der Zeitung, weil es dann Betrugsskandal gab und so. Und es hatte ja alles mit mir nichts zu tun, aber ich musste das Problem auslöffeln. Und jetzt gerade sage ich, wenn es jetzt wieder Krise gibt und alle von Krise sprechen, dann werden solche Dinge wieder passieren. Aber ich habe das dann immer als Chance auch gesehen, weil ich würde mein Leben... Hätte ich die Krise damals nicht erlebt, wahrscheinlich von heute gar nicht leben. Weil ich habe mich dann nachher hingesetzt und gesagt, okay, ich habe das jetzt überlebt irgendwie, aber so einen Scheiß will ich in meinem Leben nie wieder erleben. Ja? Wobei ich eine Theorie dazu habe, weil ich unterhalte mich ja viel mit Menschen, die auch erfolgreich sind, die schon was geleistet haben, aufgebaut haben. Und eins ist halt immer interessant, die haben so Momente wie du, wo du sagst, in der Phase, wo es schwer war, hast du gerade dann durchgezogen und dann bist du erfolgreich geworden. Ja. Ich glaube aber... Wäre das nie passiert, wäre was anders passiert und wäre es trotzdem zu dem Ergebnis ähnlich gekommen. Weil das ist eine Einstellungssache. Also gerade dann, wenn es schwer ist, natürlich musst du dann Gas geben. Und es gibt einfach Menschen, und das ist das, was ich vorhin meinte, die vielleicht nie dafür gemacht sind, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Weil glücklich kannst du auch ohne Geld sein oder mit weniger Geld sein. Aber entscheidend ist, du musst es halt tun. Das ist im Sport ja das Gleiche. Ne? Wenn du tief hast als Profisportler, ist genau das Gleiche. Musst du dann eben aus der Verletzungsphase wieder rauskommen, was auch immer. Und so ist es als Unternehmer auch. Und ich glaube... Absolut. Dann kommt man auch nur dann irgendwo zu einem Ergebnis. Ja, und das hat mir dann eben auch ermöglicht, mal über mein Leben nachzudenken und nachzudenken, okay, wo würde ich denn eigentlich idealerweise gern stehen? Ja. Ja, und dann habe ich mal gedacht, okay, also das, was ich jetzt businessmäßig mache, das ist ja gar nicht mein Herzensding. Ich habe jetzt viele Mitarbeiter, die ich beschäftige, aber jeden Monat bis zum 20. des Monats arbeite ich für die Fixkosten mehr oder weniger. Und wenn es gut geht, bleibt dann auch noch ein bisschen was für mich über. Kann man aber sagen, weil das auch interessant ist, Hamsterrad, den Begriff, ne? Ja, klar. Kennt ja, glaube ich, jeder. Und jeder war aus dem Hamsterrad raus. Hast du dich in der Situation vielleicht gefühlt, als hättest du eigentlich nur dein Hamsterrad gegen ein größeres eingetauscht? Absolut, vielleicht? Also ich war ja am Anfang noch riesig stolz drauf. Ich sagte, als der Steuerberater da 99 zu mir sagt, hey, wir haben jetzt einen Kleinkonzern, das klang ja unheimlich verlockend. Aber als ich dann in der Praxis nachgedacht habe, will ich jeden Monat bis zum 20., 23., 24. nur für meine Mitarbeiter Fixkosten und Finanzamt arbeiten und wenn alles gut geht, hast du noch ein paar Tage, dass noch ein bisschen was übrig bleibt. Habe ich gesagt, nee, habe ich gar keinen Bock mehr. Will ich noch einmal in so einer Abhängigkeit sein von Lieferanten, von Banken und so weiter? Will ich auch nicht. Und dann habe ich mir eigentlich mich hingesetzt und habe was ganz Verrücktes gemacht. Habe gesagt, wie schaut mein Traumleben in 10 Jahren aus? Ja? Also der Klassiker. Und das war dann ein paar Jahre später mein Traumleben. Ja? Also mein Leben heute ist vielleicht nochmal 2 Stufen, weil ich das öfters mache, die Übung mittlerweile, besser. Also du tust tatsächlich, was viele ja auch nie, also du hast eine Zielplanung, und updatest die aber auch regelmäßig. Richtig. Also ich hatte damals begonnen, hat es mit einer 100-Punkte-Liste, also so eine Bucket-Liste, wo ich gesagt habe, die 100 Punkte will ich in meinem Leben noch erleben. Und dann war mir klar, also mit einer 70-Stunden-Woche, wenn du 4-mal geschäftlich in der Woche im Flieger sitzt, mit 7 Auslandsniederlassungen, dann wirst du weder am Meer leben, dann wirst du weder glücklicher Papa und Familienvater sein, dann wirst du weder deine Traumfrau glücklich machen, dann wirst du weder viel reisen, was da alles drinsteht, dann wirst du weder noch Bücher schreiben nebenbei, weil du hast gar keine Zeit dafür, da wirst du auch auf keinen Bühnen stehen und auch keine Akademie haben, wo du Menschen hilfst, Dinge zu tun, die sie oder finanzielle Bildung zu vermitteln. Und dann war mir klar, okay, ich will das gar nicht, was ich jetzt mache. Also ich habe das nur gemacht fürs Ego, um einfach schneller, größer, weiter oder so. Aber so, und dann habe ich gesagt, was müsste passieren? Und eins war mir klar, also ich wollte jetzt keine Pleite oder so, weil ich habe gesagt, das hängt mir ewig nach, auch bei den Immobilien und so. Also wenn, muss ich das sauber irgendwie wegbekommen, das, und das, die Firma. Dann tatsächlich? Und muss die verkaufen, genau. Und dann habe ich
auch wieder klassischer Fehler, also wenn du von was keine Ahnung hast. Und das war bei mir so. Der erste Unternehmensverkauf. Ich habe ja noch nie eine Firma mit Auslandsniederlassungen verkauft und das ist ja nicht so einfach. Ja. Und ich bin zu meinem Banker gegangen und habe gesagt, so, wir verkaufen jetzt die Firma. Zum neuen Banker dann schon, ja. Wir verkaufen jetzt die Firma. Also eigentlich relativ kurz, 1,5 Jahre nach der Krise dann. Und dafür werde ich jetzt nur noch viel mehr in Immobilien machen und so. Und dann, ich weiß noch, wie er mich angeschaut hat. Ich habe gedacht, ist der jetzt durchgeknallt oder was? Und das war dann wahnsinnig schwer. Und ich habe dann das erste Mal in meinem Leben bemerkt, man muss auch Demut haben, sich einzugestehen, auch wenn man vorher vieles schon gut und richtig gemacht hat, man darf an irgendeinem Punkt im Leben auch sagen, ich darf mir Hilfe von außen holen. Ja. Und da habe ich dann das erste Mal mich umgeschaut in meinem Netzwerk, wer könnte mir helfen, so ein Auslandsunternehmen oder internationales Unternehmen zu verkaufen an einen großen Konzern, wenn ich selber nicht zustande bringe. Ne? Weil ich war schon mit Konzernen in Verhandlung, aber hatte eher so das Gefühl, dass die mich ein bisschen ausbluten lassen wollen, um den Preis halt runterzudrücken. Naja, und dann war es mit dem Bekannten, also den ich über einen Bekannten, über Dreiecken kennengelernt habe, war das dann innerhalb von ein paar Monaten verkauft das Ding. Mhm. Nicht zu dem absoluten Bestpreis, den ich mir vorgestellt habe, aber doch einigermaßen glimpflich aus der Situation rausgekommen. Ja, aber vor allen Dingen, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du nicht mehr herzenstechnisch, ja, nicht 100% dabei bist, die Last, die, ich sag mal, abfällt, ja, der freie Kopf für neue Sachen, der ist ja auch was wert. Nicht nur das Geld, was du für die Firma bekommst. Ne? Richtig. Und ich weiß dann noch, wie ein guter Mitarbeiter von mir, also den ich, ich hätte ja mitgehen sollen mit dem Unternehmen, dort noch das alles etablieren, hatte aber da überhaupt keine Lust mehr. Also ich wollte schnell raus und meine Immobiliensachen weitermachen, weil das stand auch auf der 100-Punkte-Liste. Da stand das erste Mal dieses Wort tatsächlich Immobilien-Tycoon. Verrückt. Und dann habe ich auch noch definiert, was heißt das für mich und so weiter. Das hast du beibehalten. Zweistelliger Millionenbetrag. In deinem Buch habe ich gesehen. Das kam dann lustigerweise ein paar Jahre später über ein Interview und einen Pressebericht. Und das hat dann mein Mitarbeiter, mein damaliger, der ein Event beworben hat, dann aufgegriffen und hat gesagt, du, es melden sich 10-mal so viele Leute bei Lizenz zum Immobilien-Tycoon an, wie bei der anderen Bezeichnung Lizenz zum Immobilien-Investor. Habe ich gesagt, mach halt. Ne? Das war quasi so ein Test. Also da hat vorher, ursprünglich hat es so ein Zeitungsfritze reingeschrieben und dann hat er das aufgegriffen. Und ja, war halt ganz... Das fällt halt mehr auf, glaube ich. Richtig. Das ist einfach, ich sag mal, dieser klassische Immobilien-Investor, ja, das ist so ausgelutscht, glaube ich. Ja, das war und auch ganz, viele können damit nichts anfangen. Ganz spannend, weil eine der Dinge, die ich beim Seminar dann vermittelt habe, das war eine Methode, die tatsächlich bei mir auch funktioniert hat. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also das war ja alles lange bevor Trump Präsident war, da war wirklich nur Immobilien-Tycoon und dann habe ich irgendwann mal alles Mögliche von ihm gelesen und vor allem auch, wie er sich eigentlich aus dieser Pleite damals wieder hochgebracht hat. Und eine seiner Strategien, die er dann damals verwendet hat, das war so eine spezielle Optionsstrategie, die habe ich dann adaptiert und habe die dann also das erste Mal auch im deutschen Sprachraum und so weiter verwendet. Und das war halt eine von 7 Strategien, die ich den Leuten dann da beigebracht habe. Und ich war von Anfang an auch so ein Verrückter bei Immobilien. Also mich hat nie dieses Klein-Klein interessiert. Also auch, ich habe ganz wenig nur mit kleinen Wohnungen am Anfang gemacht, weil mir war das dann, als ich das erste Mal, ganz am Anfang natürlich schon, aber als ich dann das erste Mal gemerkt habe, okay, wenn du so 50, 60 kleine Dinge hast, dauernd bei irgendwelchen Hauseigentümerversammlungen zu sitzen, das war überhaupt nicht mein Ding. Also du hast halt geguckt, dass du so schnell wie möglich quasi die Einheiten... Genau. Also weniger Einheiten, mehr Fläche. Mehr Fläche. Und dann muss man aber sagen, war das schwierig, weil ich sag mal, wir haben jetzt bei uns zum Beispiel auch viele Erstinvestoren, ja, wo es vom Volumen schwierig ist. Was kannst du da als Tipp mitgeben, damit man auch wirklich ein Stück weit größer investieren kann? Also ja, Eigenkapital wahrscheinlich? Genau, also bei mir war es halt so, ich habe dann über diesen Menschen, der mir die Firma verkauft hat, meistens gute Leute kennen gute Leute. Ne? Und dann war mir klar, okay, es gibt da noch eine andere Liga, in der ich mich noch nicht bewegt habe. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt auch einen Immobilienmentor, weil ich war nicht schlecht unterwegs, hatte auch schon, ich sage mal, die ersten Einheiten waren halt wirklich so kleinere Dinge. Ne? Und dann hast du halt irgendwie die erste Einheit, wo du halt 3000 Quadratmeter Nutzfläche hast und dann waren es 5000 und habe natürlich auch schon mit Gewerbeimmobilien auch einiges gemacht gehabt, von Anfang an, muss man sagen. Und da sind die Flächen auch ein bisschen anders, ne? Weil da hast du halt so gemischt Bürofläche, Lagerfläche, Garagenfläche und solche Sachen.
und auch ganz unterschiedlichste Projekte. Also ich hatte da am Anfang gar nicht so die Strategie, aber das hat mir dann später auch wieder ermöglicht, diese Schulungen zu machen, weil ich eigentlich, es gibt ja fast nichts im Immobilienbereich, was ich nicht schon gemacht habe, vom Hotel über Seniorenwohnheim bis zu Studentenwohnheim und solche Sachen. Also du hast quasi, wenn man es so zusammenfasst, du hast ja quasi dich einmal von deinem Job gelöst, das war ein Sprung, das zweite Mal von deiner Selbstständigkeit. Genau. Hin zu dem Thema, wo du sagst, okay, du hast es in der eigenen Hand, das Thema Immobilie für dich, nicht nur als Investment, sondern richtig. Also als passives Investment, sondern wirklich aktiv als Geschäftsmodell. Richtig, also ich habe eigentlich alles durchgemacht. Ne? Also als Angestellter sozusagen Immobilie nebenbei, dann als Unternehmer Immobilie nebenbei, also immer nebenbei Investor. Und dann irgendwann das Bedürfnis gespürt, ich will eigentlich hauptsächlich Investor sein. Ne? Ja. Weil mir klar war, dass ich diese anderen Ziele von meiner Liste mit viel Reisen und anderen Dingen nur erreichen werde, wenn ich nicht alles selbst mache, sondern wenn ich ein gutes Team auch habe und wenn ich halt eher Investor bin. Ich hatte ja in meiner Firma damals auch schon viele Mitarbeiter, aber da war halt dieser Druck da, permanent die durchfüttern zu müssen. Ja? Und das wollte ich halt nicht mehr mit dem klassischen Geschäft. Und bei der Immobilie, ich habe damals mir also schon gedacht, dass ich selber so viele Immobilien hatte und diese Krise überstanden habe, war bei mir halt, habe ich mir mal meine Bilanzen angeschaut und meine Zahlen und habe gesagt, also neben Mitarbeiter und Fuhrpark und Finanzamt ist das eine meiner größten Positionen, ne? Diese Mieten. Ja, klar. Und bei den Vermietungen, also ich habe viel Büroflächen und Lagerflächen damals angemietet. Das heißt aber, angefangen tatsächlich mit Buy and Hold, das heißt Immobilien gekauft. Genau, die ersten Sachen waren Buy and Hold. Gewerbe vorrangig? Buy and Hold, ich hätte für Flippen dann vermietet. Gar nicht die Zeit gehabt. Ich habe dann allerdings immer wieder, wenn ich mal ein bisschen Cash gebraucht habe, alle paar Minuten habe ich dann schon mal auch wieder was geflippt, so mehr oder weniger zufällig. Oder wenn mich einem, ich habe immer Spaß aber gesagt, wenn einer mich mit Geld bedroht und die Bedrohung zu stark wird, dann muss ich halt wieder was verkaufen. Und so habe ich dann wieder Cash lukriert, aber es war jetzt nicht so strategisch geplant, dass ich jetzt richtig so eine Fix- und Flip-Strategie, das kam dann viel später. Und ich bin auch, muss ich sagen, Zeit meines Lebens als Investor immer beide Strategien gefahren. Also ich bin nie nur Buy and Hold oder nur Fix und Flip, sondern ich habe immer gesagt, ich rechne mir beides durch, soll lukrativ sein, aber ich will nie auf Druck etwas verkaufen müssen, nur damit ich sozusagen... Bedeutet, wenn ich zu der Zeit Immobilienmakler gewesen wäre, wir wären in Kontakt, ich hätte dir ein Objekt geschickt, dann hätte es sein können, dass du sagst, super interessant, kaufe ich und behalte ich. Hätte aber auch sein können, dass du sagst, kaufe ich, tue ich entwickeln und wieder verkaufen. Genau. Oder was auch immer. Also du warst schon immer entwickeln vielseitig. Entwickeln war das Stichwort. Also entwickeln, das war eine meiner Stärken, glaube ich, auch von Anfang an. Ich habe eine Immobilie gesehen und habe eine Idee dazu gehabt. Beispiel, ich kleines Hotel am Semmering, also wo man Skifahren geht da, und hat das Hotel überhaupt nicht funktioniert. Mir war sehr schnell klar, als ich da durchgegangen bin, es ist zu klein für ein Hotel, es hat zu wenig Zimmer, es ist ein bisschen abgelegen, also nicht so da, am Semmering hast du den Bannhans, das ist ein riesiges, schönes Fünf-Sterne-Hotel. Ja. Wer geht da in so ein kleines Ding da irgendwie was versteckt? Ja. Also du brauchst eine gewisse Mindestgröße beim Hotel, das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht natürlich schon, also Richard Branson zum Beispiel hat jetzt hier auf der Insel auch, das soll das schönste Hotel des Mittelmeerraums, ich war letztens mal da, es ist wirklich super schön. Das hat glaube ich auch nur 23 Zimmer, aber die Zimmer sind de facto Suiten und da hast halt keine Suite unter, das startet irgendwo bei 880 Euro und geht dann Richtung paar tausend Euro, dann rechnet sich das auch wieder mit dem Personal. Ich habe einen Artikel da gelesen, das habe ich noch nie gesehen. Aber das war mir damals klar, also das wird als Hotel dort nicht funktionieren. Und dann hatte ich aber zum Beispiel die Idee, weil ich auf der anderen Seite in meinem Bekanntenkreis wieder einen Schönheitschirurgen hatte und da wusste ich, okay, der sucht was, dass genau das für einen Schönheitschirurgen wieder spannend sein müsste, weil der braucht nicht so viele Zimmer. Ja. Da wollen die Leute ja, wenn sie frisch operierte Nasen oder irgend sowas haben, nicht erkannt werden, vor allem Prominente nicht. Da ist es also gut, dass das irgendwie so ein bisschen entlegen ist und nicht auf der Hauptroute, wo alle das sehen. Und ja, hat dann geklappt. Ne? Aber dann ist ja so die Kombination aus dem Erfolg von dem Projekt und ja auch von vielen anderen am Ende, der erste Punkt, die Idee. Ja. Und ich glaube, da muss man sich selber eingestehen, ist man so kreativ und sieht im Immobilien was? Mhm. Weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil Geld verdienst du nämlich genau dann, wenn du mehr siehst wie jemand anders in der Immobilie. Genau. Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Weil ich sage mal, eine klassische Immobilie, Buy and Hold, gute Lage, Münchner Innenstadt. Klar. Wenn du das Geld hast, kannst du die kaufen, aber das haben auch tausend andere.
Aber sowas zu sehen, ja. Und natürlich die Kontakte auch, weil du kanntest halt da jemanden, richtig, wo du sagst, das ist vielleicht was für den. Richtig, also ich glaube, das ist bei Immobilien auch eine der ganz wichtigen Dinge, dass du ein gutes Netzwerk dir aufbaust. Genau. Ja? Also das ist ja, was wir beide auch machen und das ist auch eines der Erfolgsrezepte und ich sage nach 30 Jahren immer noch, weil ich weiß ganz genau, wen ich wann anrufen muss, wenn ich jetzt irgendeine Immobilie in die Hand bekomme, die halt etwas ungewöhnlich ist. Ne? Und vor allem so eine Gedanken wie, da könnte ein Schönheitschirurg rein, ein ehemaliges Hotel, das ist ja ein wilder Gedanke. Da muss man erst mal drauf kommen. Im Prinzip ja, das hat sich aber dann, gibt es ja dieses Gesetz der Anziehung, das hat sich dann binnen weniger Tage halt ergeben. Ja. Der eine sucht, der andere, ne? Und plötzlich führst du zwei zusammen. Oder wir haben dann damals halt mit einem Optionsdeal das gemacht und hast eine Lösung. Ne? Ja, okay, genial. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache, in der Immobilie etwas sehen, was der jetzige Eigentümer vielleicht nicht sieht oder finanziell nicht leisten kann. Also ich habe beispielsweise hier auf Mallorca ein Penthouse gekauft, zu einem recht guten Preis. Und da sah der Eigentümer natürlich schon auch die Möglichkeiten, aber da hatte er halt die finanziellen Mittel möglich in dem Moment nicht, es auszubauen, ja, oder umzubauen. Und das ist also die zweite Möglichkeit natürlich an so Sachen. Dann bist du aber dran und das ist der entscheidende Punkt, weil wenn das Objekt auf dem Markt ist, ja, und jeder die Möglichkeit sieht, dann kommt halt noch ein zweiter, dritter, vierter, der die Möglichkeit auch hat, die finanzielle, ja, wie du. Und dann kriegt es halt der Meistbietende oder was auch immer. Wenn du aber direkt dran bist, weil du so eine Netzwerke pflegst, geht es schneller, günstiger oft. Und daher ein Tipp an euch vielleicht auch noch, also wann immer ihr es könnt euch und schafft, ein Netzwerk aufzubauen von Off-Market-Immobilien. Und das wäre dann vielleicht das Stichwort, glaube ich, oder der Cliffhanger für die Fortsetzung des Interviews. Ja. Dann solltet ihr das machen, weil ich muss mittlerweile sagen, ich glaube 98% der Immobilien, die wir in den letzten 20, 25 Jahren bewegt haben, waren tatsächlich Off-Market. Ja. Genau. Das ist auch der Punkt, warum es als Anfänger so schwierig ist, das muss man wirklich sagen. Ich mache es jetzt noch nicht ganz so lange wie du, aber bin selbstständig seit 18 Jahren und Immobilien mache ich mittlerweile auch schon seit 15 Jahren, ne? Erst ganz klein, also mit einzelnen Einheiten, aber... Ja. Man lernt dann schon draus und Fakt ist, der große Unterschied ist, irgendwann kennt dich jeder, das ist mindestens genauso wichtig, wie wem du kennst, dass Leute auf dich zukommen, eh Robert, eh Paul, ich habe da was, hast du eine Idee, was man damit machen kann mit der oder der Immobilie? Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wir haben immer eine Idee, was man damit machen kann. Ja. Und die Objekte kommen dann halt einfach nie auf den Markt und da ist es wichtig, wenn du selber aktiv sein willst, musst du dich vernetzen, musst dich mit Leuten treffen, die andere Leute kennen. Und auch am Anfang, also ich kaufe tatsächlich immer noch bei Maklern ein, hin und wieder. Ja. Aber auch da ist es wichtig, das Kontaktnetzwerk zu pflegen. Mhm. Weil der Makler, wenn er mehrere potenzielle Interessenten sieht, gibt auch selbst dann eher dem, mit dem er in Kontakt steht, das Objekt. Das ist halt einfach so. Also das machen wir schon auch, Makler. Aber auch bei den Maklern habe ich mittlerweile den Bonus bei vielen, dass die Off-Market sozusagen vorher noch zu mir kommen, bevor es irgendwo breitgetreten wird. Ja. Genau. Also dann ist es auch noch sozusagen Off-Market, ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, also das würde ich da mitzählen, ja. Ja. Wir starten dann bald in den zweiten Teil rein. Ich habe noch mal kurz was mitgebracht. Das ist übrigens das Buch von Paul, wo quasi zum einen natürlich so ein Stück weit erzählt wird, wieso die Geschichte war und dann Name verrät es ja schon, die Lizenz zum Immobilien-Tycoon. Also wie kannst du wahrscheinlich auch, wenn ich es richtig verstehe, auch in den Anfängen die ersten wichtigen Schritte gehen und das Mindset vielleicht auch von einem richtigen Investor erlangen. Genau, also dass du wirklich längerfristig gedacht, also natürlich muss jeder irgendwo anfangen, das ist schon klar, aber längerfristig gedacht kein Kleinanleger bist oder kein Kleininvestor, sondern wirklich dieses Großinvestor-Denken von Anfang an auch mitnimmst. Und dann natürlich aber auch die praktische Anleitung, wie du es erreichen kannst. Genau. Und, wir hauen euch den Link auch unten rein. Also für jeden, der Bock hat, auf jeden Fall mal reinlesen. Ich glaube, das kann nicht schaden, dort was mitzunehmen. Und du hattest ja vorhin auch gesagt, du hast selber viel gelesen, Biografien gelesen, wahrscheinlich auch Bücher von anderen, die ähnliches Geschäft machen. Absolut, ja klar. Wie das, wo du hin willst. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Also viel lesen ist nicht automatisch, dass man vorankommt, sondern man sollte natürlich auch die Dinge lesen, die einen weiterbringen zu dem Ziel, was man sich selber stellt. Absolut. Am Ende. Und zusammenfassend, wie gesagt, außer Angestelltenverhältnis, sage ich mal, quasi raus in die Selbstständigkeit, bis dann quasi eigentlich das Backup, kann man das so sagen, Immobilie zur Leidenschaft gemacht. Das war bei mir übrigens tatsächlich ähnlich. Es war nie mein Ziel, am Anfang mit Immobilien Geld zu verdienen, sondern es ist so gewachsen. Ein tolles Geschäft aufgebaut. Und was der Paul jetzt genau macht, hier auf Mallorca, das seht ihr im nächsten Video.